Ja, hallo zum heutigen Video. Beim heutigen Video erkläre ich euch die 9 wichtigsten Planungspunkte eben für einen Stallplan. Oh, da ist eine Maus! Kathi, da ist eine Maus! Wo ist die jetzt hin? Hallo zum heutigen Video. Beim heutigen Video erkläre ich die 9 wichtigsten Planungspunkte eben zum Stallbau, die was eben für uns extrem wichtig waren. Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, was eben euch spontan einfällt, was halt wichtig sein kann. Vielleicht stimmt ja was überein, was bei uns eben auch, wie sage ich denn, was bei uns nicht so wichtig war, sage ich mal, oder was jetzt bei uns in Planungspunkten nicht inbegriffen ist, ist eben der Reitplatz, da der eben bei uns schon vorhanden war. Und im nächsten Video dann kommt endlich die Stallplanung. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und starten wir! Am besten ist, du überlegst dir ganz am Anfang gleich mal, welche Punkte du am wichtigsten findest für deine eigene persönliche Stallplanung. Da solltest du beachten die Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten von Pferd und Mensch. Und unsere wichtigsten Dinge haben wir jetzt zusammengefasst. Für uns war es wichtig, dass eben auch Kinder am Stall so gefahrenlos wie möglich arbeiten, machen können. Das heißt, dass sie nicht immer direkt Kontakt zu den Pferden haben, nicht immer durchgehen müssen durch sie, sondern dass es auch einmal andere Tore gibt, wo man durchgehen kann, wenn man was zu ist, und dass eben dann auch klärere Kinder, ich sage jetzt einmal, ohne komplette Aufsicht da einmal allein mit einer Scheibe drin rausfahren kann. Weil so können halt einmal Kinder oder stallfremde Personen aber unsere Pferde versorgen, falls wir mal, wie oben schon in einem Punkt erwähnt, eben einmal auf Urlaub fahren mag. Oft geht das so eben wesentlich besser und ist auch überhaupt nicht schwer. Da wir ja ganz am Anfang nur ziemlich klar und unerfahren waren, ist das halt dann für unsere künftige Stallplanung, sage ich mal, auch ganz ein wichtiger Punkt eben gewesen, dass das für Kinder auch ganz gut geht. Ja, und jetzt ist es natürlich auch noch sehr wichtig, weil ja da trotzdem viele Kinder vom Stall sind. Deswegen haben wir, wie gesagt, eben viele Tore, damit man mal gar einmal wo flüchten kann, falls mal wenn die Angst kriegt oder die Pferde vor mir rumlaufen. Genau. Wichtig war uns auch nur, dass die Heuraufen von überall zu befüllen sind und natürlich auch von unten. Ebenfalls Kathi oder ich mal am Schulweg sind, damit das auch schnell geht, dass wir da füttern. Oder halt einmal irgendwer anderer, sage jetzt mal nicht unbedingt ein Pferdemensch, sondern einfach ein Bekannter, dass der noch einmal gleich füttern kann und somit keinen großen Kontakt mit den Pferden haben muss. Ja, wie wir den Punkt umgesetzt haben, das werdet ihr mir erfahren. Das könnt ihr uns natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie es ist, das Thema Kinder und Fütterung und oder Fütterung, sagen wir so, Sekt. Könnt ihr uns gern die wichtigsten Punkte eben so, sprich in die Kommentare schreiben. Ja, kurze Wege für die Stallarbeit und Versorgung der Pferde waren es natürlich auch ganz wichtig und den Punkt haben wir ganz gut beachtet. Ebenfalls war es eben wichtig, dass die Pferde schnell ans Futter und eben auch an Wasser kämen. Wir haben für Bewegungsanreize eben dann den Trail gemacht letztes Jahr. Ebenfalls sind immer knappe Äste zur Verfügung. Somit haben die Pferde Abwechslung und eben auch mal ein bisschen Beschäftigung und stehen dann nicht da, wenn man mal einen sagt, ja, ich reite jetzt einmal einen Tag lang nicht. Wie wir die Futterstation, Trail und so weiter platziert haben, das zeigen wir und beschreiben euch das eh noch genauer. Zur Bewirtschaftung von unserem Stall war eben auch noch sehr wichtig, dass man da ohne Traktor optimal arbeiten kann.
Deswegen ist es ganz praktisch, dass der Traktor, sprich der Bauer, der was uns das Heu immer liefert, direkt die Heuballen eben mit dem Traktor auf in den Heuboden oder in die Heuhütte fährt. Somit ist es wirklich an einem Tag fertig und dann braucht man nicht immer wieder was nachgeräumt. Und wir persönlich brauchen auch keinen Traktor und das ist natürlich auch ganz klasse. Wichtig ist auch nur, dass die Miststätte, der Misthaufen, gut von der Straße eben erreichbar ist, da der ja schließlich zweimal im Jahr, also bei uns zweimal im Jahr, ausgeklärt wird. Und da sollte natürlich dann der Bauer auch dementsprechend gut eben mit dem Traktor zugefahren können und den ausnähren. Ja, da muss man auch nicht ständig eben oben sein, wenn eben der mal ausgeleert wird, da kann man sagen, ja, da ist der Misthaufen, fährst man und lasst man aus, Dankeschön. Und so ist halt auch die ganze Arbeit mit unserer weiblichen Muskelkraft zu verrichten. Ohnehin sollte man eine gewisse Fitness haben, um die ganzen Stallarbeiten und eben Pferde trainieren, um das machen zu können. Stallarbeit ist ja eben auch nicht so leicht und Reparaturen gibt es eigentlich immer mal wieder. Ja, der Schreibtron ist natürlich danach hin und wieder mal ein bisschen schwerer, vor allem wenn es regnet. Dem muss natürlich dann trotzdem ein Misthaufen aufgeschoben werden. Da braucht man dann natürlich die Muskelkraft. Aber wenn man nicht gern anpackt oder halbwegs fit ist, ist, glaube ich, ein eigener Stall nicht so optimal. Die ganze Arbeit ist doch schon ziemlich anstrengend. Anfangs war es natürlich für uns nötig, zwei Einstellerpferde zu finden, da wir ja eh gerade in Chile gehabt haben und somit die Betriebskosten und die Arbeit am Stall einfach zu viel war. Und somit hat man sich das dann eben aufteilen können, weil da haben wir dann immer die Tage aufgeteilt, wer wann aus misst von den Einstellern her. Und dann war das ganz praktisch, dann hast du nicht jeden Tag da müssen. Ja, sonst hätten wir uns eigentlich nicht getraut, selber einen Stall zu bauen. Und ja, man braucht schließlich ein zweites Pferd, man kann ein Pferd nicht gut allein halten. Und dann muss man sich auch auf fremde Pferde einlassen, kann gut gehen oder kann auch nicht gut ausgehen. Wichtig ist ja, dass du einen findest, der zu dir passt, der zu Stall passt, der was selber Ansichten wie du hat. Und eben auch das gleiche Wohl für dein oder sein Pferd nicht so. Und dann sollten natürlich auch die Pferde noch gut zueinander passen. Das heißt, es kann jetzt kein Pony mit einem ganz großen Körper zusammenstehen. Das geht jetzt auch nicht gut. Und so sollten sie sich untereinander natürlich auch gut verstehen, weil sie ja immer beieinander sind und keine Abtrennung haben. Wichtig ist dann, dass dein Stallpartner die Arbeit sieht und er dann verlässlich macht. Das ist dann ziemlich der schwierigste Punkt auf deiner Must-Have-Liste. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, den man am wenigsten planen kann. Da braucht man einfach Glück. Zum Thema mit allen Vor- und Nachteilen von fremden Personen am Stall gibt es dann später nur was ausführlicher. Ja, wenn der Stall direkt bei dir im Haus steht, sind vielleicht die sanitären Anlagen nicht so wichtig. Bei uns war es eben wichtig, auch wenn der Stall ziemlich in der Nähe ist, dass eben ein Klo und ein Waschbecken zur Verfügung steht. Kann man immer mal wieder brauchen. Im Sommer ist es dann schon häufiger, dass er nochmal aufs Klo muss oder Hände waschen, weil da sind wir oft den ganzen Tag oben und arbeitet richtig viel. Und Handschuhe sind natürlich auch immer bewertet, da muss man sich halt auch hier und da die Hände waschen. Da sind Waschbecken ganz praktisch. Oder wenn man mal irgendwas waschen muss. Also von dem her war das für uns auch recht wichtig. Eine eigene Waschmaschine für den Stall oder eine kleine Dusche war natürlich praktisch gewesen. War in unserem Fall leider nicht möglich, weil dafür ist einfach der Platz zu wenig gewesen. Wichtig ist ja nur ein Wasseranschluss draußen, damit man dort auch mal einen Wasserschlauch anstecken kann, um eben die Pferde zu waschen. Auch überdachte und offene Putzplätze waren wichtig und da haben wir echt viel Putzplätze eigentlich. Wir haben überall ein bisschen verteilt. Somit kann man auch die Pferde mal überall ein bisschen anhängen. Wenn es mal Schatten brauchst, weil es so heiß ist, hängst du es zu bis zum Stall. Wenn es regnet, kannst du es ein in den Stall hängen und wenn es voll schön ist, kannst du es auch mal draußen dann am Reitplatz anhängen. Wenn sie dann sehr schon länger verfolgt sind, kennt sie die Putzplätze eh schon
Putzplätze eh schon einigermaßen. Also muss ich da jetzt eh nicht mehr dazu erzählen. Überdachte und bepflasterte Wege sind natürlich auch ganz praktisch, da es ja nicht immer schön ist und die Wiese trocken ist. Somit ist er natürlich auch hier und da Gatsch. Da sind halt dann so befestigte Wege natürlich wesentlich praktischer als wie nur Wiese, wo halt dann einmal ein Gatsch entsteht. Bei den Tränken sollte man auch nicht einsporen, sondern das Kleid oder Beschaffung von, oder Erbauung des Stalles beheizte Tränken einbauen. Wir waren einmal bei einem Stall eben im Winter, wo es das nicht gegeben hat und da ist ihn ja natürlich zurückgefroren. Dann muss man wieder Wasser schleppen in der Kälte. Dann muss man das Wasser wieder irgendwie beheizen, damit sie zurückfriert oder aufklopfen. Ist alles nicht lustig, deswegen ist so beheizte Tränke wesentlich einfacher und echt praktisch. Wir haben das Problem jetzt nie gehabt in unserem Stall und sind auch sehr dankbar dafür. Ja, das waren jetzt einmal die ersten und wichtigsten Punkte, nach denen wir unseren Stall jetzt geplant haben. Natürlich sind dann viele kleine und große Ideen mit der Zeit dazugekommen, was man nicht verbessern kann, was man anders machen kann. Falls dich die genaue Umsetzung des Stalls interessiert, dann abonniert gerne unseren Kanal, es werden dann nur laufend Videos zu diesen Themen kommen. Als nächstes Video werden wir natürlich dann auch schon mit dem Stall beginnen und euch alles genau erklären und zeigen, wie wir das geplant haben. Für die Pferde brauchen wir dann neben der Stallarbeit auch noch genügend Zeit, deswegen sollte man bei der Planung eben auch schon alles genau planen und das Ganze herum eben schauen, dass das gut passt. Ja, wie haben wir schon mal erwähnt, eben im Nachhinein noch ziemlich viel verbessert. Man weiß halt dann am Anfang auch nicht so viel und Genaues. Das kommt dann im Nachhinein so, weil man liest dann wieder was, man sieht dann wieder mal irgendwo was und dann denkt man sich so, ja, das kann man verbessern. Deswegen, keiner lernt aus, man kann nie sagen, man ist perfekt und weiß alles. Und ja, leider haben wir eben in der Planung noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Und vieles, was besser wäre, haben wir erst jetzt umgesetzt und damals noch nicht gewusst. Deswegen hoffen wir eben, dass wir mit unseren Videos, wenn weiterhelfen können, der eben genau gerade auch an den Offenstall beim Planen ist. Was bei unserem Stall jetzt nur zum Besser machen wäre, das erfahrt ihr jetzt auch noch in den nächsten Videos. Denn unser Stall ist natürlich auch nicht perfekt und makellos, aber es ist einfach vieles nicht finanziell möglich. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen, dass ihr vielleicht für euch ein paar Anregungen habt. Abonniert gerne unseren Kanal, falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, über Like. Da haben wir uns alle recht herzlich frei. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.